Und es geht weiter. Wir müssen nach Wolfsburg. Und damit melde ich mich zurück. So, was ich da mal gucken wollte ist... Ah ja, okay. Hedlund ist noch der Strafbankkönig der DEG. Alles klar. Und nicht der Afghani. Ja, was haltet ihr von der Disziplinarstrafe, die er im letzten Spiel gegen Hamburg gekriegt hat? Also ich finde, die ist ein bisschen übertrieben gewesen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten in das Match und sagen mal... Hä? Deine... Ich dachte, der wäre wieder drin. Okay. Dann halt nicht. Huch. Das war mein Wecker, liebe Leute. Ich muss aufstehen. So, weiter geht's. Everybody, along with Bill Clement, I'm Gary Thorne. It is time for hockey. And tonight, we'll have this one between Grizzly Adams Wolfsburg and DEG Metro Stars. Wolfsburg's power play is a big part of their offense, Bill, and whoa, if they get chance. Oh, Gary, this is a huge announcement coming in. I mean, if they end up on the power play, they're going to... Alles klar! The team that they're facing, they have a tendency... So, und direkt wieder ein Pulli gewinnen. Eieieiei, das geht ja schon richtig gut los. Aber leider am Ziel vorbei. Ja, super. What? Wieso? Okay. Hedlund. Aber jetzt hast du ja schon 42 Strafminuten. Und so früh... Au! Ja, und wie wir alle wissen, ist ja... Boah! What the? Alter, das ist ja ganz schön munter, das Spiel. Ach, Torhüterbehinderung, ne? Ja, war klar. Ganz schön munter in den ersten 3 Minuten hier. So. Ja, der zweite gegen den dritten hier. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Vorsprung wir auf Wolfsburg haben. Ah! Was? Wieso das denn? So, und weiter geht's. Ja, nach 2 Niederlagen in was machst du da? Ah, Hinterstocker. Alter Schwede, das Spiel ist echt munter. Ja, was wollte ich sagen? Nach 2 Spielen in Folge, die wir verloren haben, haben wir dann das letzte Spiel gegen Hamburg zu 0 gewonnen. So, Hinterstocker.
der hat uns ja auch leider verlassen. Der war knapp. Ach ja, wir haben ja hier das Brüderduell. Jochen Reimer gegen Patrick Reimer. Natürlich. Aber bis dato habe ich ihn noch nicht gesehen, den Reimer. So, Roach. So, Afghani, da ist er wieder. Boah, was für ein Hammer. Aber hat ja auch nichts gebracht, dieser Hammer. Ja, natürlich checkt mich weg. So, James. Fuck, war das knapp. Okay. Mist, hat meine Kippe verqualmt. Alter, kann ich hier mal wieder endlich raus hier? Jo, erste Drittel vorbei. Es steht 0-0. Wolfsburg's fluctuation in that first period, they better find what they had earlier. Well, they went from good to bad and now they're going to try to use the intermission to get back to good. Also ich finde, das Spiel ist ja richtig munter. Macht gute Schüsse, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's ins zweite Drittel. Mit hoffentlich mehr Toren. Eieieiei. Ach, schade. Dies war schon knapp. So. Ach so, da ist er. Ach, schön, aber... Sehr schön abgefangen. Und James. Mann. Oh, das Ding geht nicht da rein. Ja, check mich doch ruhig weg, ey. What the fuck, ey? Was ist denn hier los? Alter, huch. Boah. Ist das Spiel munter, ey. So.
Nein. Ach, da stand einer im Weg, ey. Oh, Backe. Ich verliere gerade jedes Bulli hier, das gefällt mir gar nicht. So schön jetzt, auf geht's, Attacke. Ja, voll, Collins. 2. Tor erst. Was macht der Collins da mit seinem Arm? Nachdem er das Tor geschossen hat? Einmal schön auskugeln oder wie sehe ich das? So, Dinger! So, Kreuzer. Nee. Aus dem Abseits raus. Oh, der war richtig verdeckt. Uiuiuiui. Evgeny. Wieso sag ich immer Evgeny? Evgeny heißt er ja. Mit E und nicht mit A. Okay, die kommen hier gerade ein bisschen zu nah am Tor. So, Holland. Der aber, glaube ich, nichts mit dem Land Holland zu tun hat. Basani. So, James. Eieieiei. Und wieder ab nach vorne, Evgeny. Huch! Mist, da bin ich gerade abgerutscht vom Controller. So, ja. 2. Drittel vorbei, es steht 1-0. Aber ich glaube, das Spiel ist noch nicht entschieden. So, gut wie du den Strafraum vermeidest, ja. Alles klar, okay, und weiter geht's. Auf geht's ins letzte Drittel. Kann Wolfsburg aber drankommen? Oder wird die DEG zu 0 gewinnen? Diese Fragen werden jetzt beantwortet. Der war knapp. Huch! Man, durch die roten Streifen sehe ich teilweise gar nicht, ob jetzt ein Spieler von mir den Puck hat oder nicht. Alter! Schön, Vici. Schön abgefangen. Ei, 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 ei!
Alter! Schön. Und da laufe ich immer schön am Puck vorbei. Oh, Kelly, lauf, 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 lauf. Schön. Und da ging das Bild schon wieder weg. Meine Güte. Und Strafe. Was? Schon wieder? Ach Leute, nee. Simon Danner für Angriff von hinten. Ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich innerhalb von zwei Spielen, zwei Disziplinarstrafen kassiert. Geht mal gar nicht. Das ist doch keine Disziplinarstrafe wert. Also manche reagieren die Schiris aber wirklich ein bisschen über. Ja. Naja, was soll's. 1-0 Führung ist eine 1-0 Führung und ja. Hau da mal gucken. Haha, schön ausgetanzt, schön verarscht. Adam Kurchain, Tor in Unterzahl, 2-0. Der Kurchain, der stand da aber auch so schön frei. Also hätte der den jetzt nicht gemacht, dann hätte ich jetzt das Let's Play an den Nagel gegangen. Huiuiui. Und da geht das Bild schon wieder weg, meine Güte. Und schon wieder weg. Ups. So, James. Komm. Ach, schade. Oh! So, erster weg damit. Und schon wieder Strafe. Na, schon wieder eine 5-Minuten Strafe. Nee, nur eine 2-Minuten Strafe. Aber trotz alledem 5-3 Unterzahl. Ach du meine Güte. Komischerweise, der kriegt nur eine 2-Minuten Strafe für Angriff von hinten. Und der Danner kriegt direkt eine 5-Minuten Strafe für Angriff von hinten. Autsch, ja. Oh, nein. Aua. Oh. Schön, aber halten. Jean-Sebastien Aubin. In den letzten zwei Spielen ist er überragend. Also da gefällt er mir richtig gut. Schön, aber ja, natürlich Stockschlag und keine Strafe. Schön halten.
Immer noch 5-3 Unterzahl. Na super. Nein! Schön. So, jetzt mal einen Angriff zu dritt starten hier, ne? Lass mich in Ruhe. Naja, man hat es wenigstens mal versucht. Auf meinem PC-Bildschirm ist gerade schwer diese Anti-Vir-Werbung. Die geht mir so auf den Sack. Jeden Tag kommt die mindestens dreimal. Dass man die Werbung nicht abschaffen kann. So, noch 10 Sekunden, dann haben wir die Unterzahl auch überstanden. Ja, natürlich, check mich schön weg und du kriegst ja eh keine Strafe. Lass mich durch. Huch. So war der Pass gerade eben doch gar nicht gedacht, Mann. So, wir spielen ja mal wieder 5-5. Klar, das ist ja auch alles erlaubt. Noch 3 Minuten und dann habe ich das zweite Spiel in Folge wieder gewonnen. Sehr schön. Und wenn ich Glück habe, habe ich sogar dann die Führung. Also die Tabellenspitze. Je nachdem, ob Mannheim gewonnen oder verloren hat. Ach so, ich soll ja dann mal gucken, ob bei L2 oder R2 wegen den anderen Statistiken. Ah, schade. Naja, 2-0 reicht ja. Und ein Torhüter vom Eis. Ja, check mich weg. Lauf, 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 lauf. Schön. Sehr schön. 3-0. So muss das sein. Ohne Assist. Huch. Und da war das Bild schon wieder weg. Verdammt nochmal. So. Ach, was war das denn? Und 0,9 Sekunden. Für einen Bulli und Tor würde es sogar noch reichen. Wenn es dann kommt.
Aber erst obwohl die gewinnen. Nee. Bulli verloren, aber 3-0. Tja. Das war das Spiel gegen Wolfsburg, der zweite gegen den dritten. Und da ein 3-0 hinzukriegen, naja. Ist schon wieder für mich unrealistisch. Ich meine, aber Aubin ist im Moment in Topform. Kann natürlich sein, also ich weiß es nicht. Meines Erachtens ist das zu unrealistisch. So, wie soll ich... Also hier kann er, glaube ich, nicht nachgucken. So, Aubin, Evgeny Artukin und Rob Collins. Super. Okay. Was für eine Avis? Hier kann man auch nicht nachgucken, also was die Spiele, anderen Spiele betreffen. Kann man. Also da kann man, glaube ich, direkt zum nächsten Spiel. Oder? Nee. Nee. Doch, kann man direkt zum nächsten Spieltag scrollen. Da geht man zurück. Nee, aber Justy Killer hat sich verletzt. Na super. 1 bis 2 Wochen nicht zur Verfügung. Nee, aber tut mir leid. Also ich habe jetzt gerade mal alles versucht. Vielleicht auf Select. Nee. David auch nicht. Ist ja das nächste Spiel? Ja. So, das nächste Spiel ist gegen Ingolstadt. So, die Tabelle will ich natürlich euch nicht vorenthalten. Mannheim hat gewonnen. Und wir auch? Okay, das wird ja doch spannend. Nur Mannheim hat erst 3 Niederlagen, ich habe 6 Niederlagen. Naja, das wird oben in zwischen den ersten und zweiten wird das immer richtig spannend. So, ich habe schon 6 Punkte Vorsprung auf den dritten. So, das nächste Spiel ist gegen Ingolstadt. Ingolstadt ist auf dem 7. Wie sieht es denn eigentlich weiter unten aus? Köln auf dem 12. Hamburg auf dem 13. München auf dem 14. Alles klar. Berlin 10. Ja, die sind im Moment in den Pre-Playoffs. Na gut, alles klar. Wie gesagt, ich habe es gerade versucht, mal kann es leider, hiermit kann man nur navigieren, rechts, links geht also nicht. Man kann also die Statistiken der anderen Spieltage nicht sehen, so leid wie es mir tut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht was draus und bis dann. Tschüss.